Ja, wenn Rapid zu Gast ist, dann ist eigentlich immer was los in Österreichs Stadien. 7000 passen da rein, ob es wirklich ganz voll wird, bleibt abzuwarten aufgrund dieser unwirtlichen Verhältnisse heute. Herzlich willkommen also auch von mir, liebe Zuseher. Herzlich willkommen zum Duell Wiener Neustadt gegen Rapid. Ein Duell zweier Teams, die richtig schlecht aus der Winterpause gekommen sind. Rapid mit dem 2:4 in Linz gegen den LASK. Viele Fehler in der Defensive, wenig Kreativität, aber gute Erinnerungen hat man an Wiener Neustadt und diese Erinnerungen, die sind ja gar nicht mal so lange her. In dieser Saison zweimal gespielt, zweimal gewonnen und hier in diesem Stadion sogar 4:0. Und auf der anderen Seite Peter Schöttl, heute seine Heimliga-Premiere als Bundesliga-Trainer, der will dieses Ergebnis natürlich zumindest vielleicht sogar umdrehen und verändern. Und heute hat er folgendes System gewählt und folgende Spieler, um ein positives Resultat zu erreichen. 4-5-1 oder 4-2-3-1, wie man das sehen will. Mit Stanislav und Reiter, also Stanislav rückt in die Mannschaft zum ersten Mal heute von Beginn an mit dabei in der Bundesliga. Vorne Grünwald, der die Solospitze Hannes Aigner mit den richtigen Pässen füttern soll. Das ist also das System von Peter Schöttl. Ja, Spieler wirken ziemlich angespannt und sind sicherlich auch nicht besonders froh über diese Bedingungen heute. Bin sehr gespannt, wie der Rasen heute mitspielen wird. Schauen wir mal auf die Rapid-Formation, da bleibt das System gleich, 4-4-2, aber nicht alle Spieler bleiben gleich. Zwei neue Protagonisten im Vergleich zur 2:4-Niederlage gegen den LASK. Helge Payer also wieder im Tor, eigentlich keine große Überraschung. Und ganz vorne, schauen Sie mal, Christopher Trimmel stürmt gemeinsam mit René Gartler zum ersten Mal diese Konstellation bei Rapid von Anfang an. Da hat es überhaupt nicht funktioniert mit Salihi und mit Gartler in Linz. Anwalt Zuma schreitet da vorne weg. Er hat besonders schöne Erinnerungen an Wiener Neustadt, hat bisher erst einen Bundesliga-Torschuss abgegeben und dabei ein Tor erzielt und das, jawohl, gegen Wiener Neustadt zu Hause im Hanapi. Markus Katzer, der ebenso froh ist wie auch Patoka, weil er seinen Vertrag verlängert hat bei Rapid und zwar 3 Jahre noch, mittlerweile auch schon 30 Jahre alt, Mekki Katzer, also zumindest bis er 33 alt sein wird, darf er für Rapid kicken. Die Neustädter Fans sind auch ziemlich einfallsreich, was die Plakate und die Transparente anbelangt. Gute Stimmung, natürlich versuchen sich hier die Fans zu erwärmen. Es regnet, es windet, es ist kalt, also muss man umso mehr für Wirbel sorgen hier. Schiedsrichter Thomas Bramer, 36 Jahre alt, Rechtsanwalt. Gelb oder schwarz? Schwarz, richtig. Schwarz. Steffen Hofmann ist bei der Platzwahl eben gewesen. Hofmann ja in einer herausragenden Verfassung. Wieder einmal muss man sagen, die ungefähr 3000 Rapid-Fans haben wir da gesehen. Ja, vielleicht noch ein Wort zu Steffen Hofmann. Der trägt nicht nur die Rückennummer 11, der hat auch 11 Tore schon erzielt, dazu 11 Torvorlagen geliefert. 12 Tore, das ist sein Rekord. Also das wird auf alle Fälle in dieser Saison verbessert werden. Vielleicht sogar schon heute. So, einige prominente Beobachter. Teamchef Didier Constantini, dahinter Walter Schachner, Heribert Weber. Trotzen dem Wetter und ziehen sich diese Begegnung rein. Sie, liebe Zuseher, haben es gemütlich daheim vorm Fernseher und können sich freuen auf eine mit Sicherheit interessante Partie, denn beide Mannschaften wollen ja hier
natürlich diesen schwachen Auftakt im Frühjahr mit einer guten Leistung und mit Punkten wieder wettmachen. So, ich wäre bereit. Thomas Brammer ist es auch. Los geht's, Wiener Neustadt. Von links nach rechts in Hälfte 1 mit dem ersten Angriff in diesem Spiel. Wir beginnen die 21. Runde in der Tipp 3 Bundesliga. Ja, und da sehen wir schon, dass es also doch richtig schwer werden wird auf diesem Untergrund. Da sind schon die ersten Rutscher zu bestaunen. Stand durchaus an der Kippe, ob hier heute gespielt wird oder nicht. Aber ich denke mal, das ist regulär. Tanju Kaihan, der 20-Jährige, die Rapid-Leihgabe an der rechten Seite in der Viererabwehr. Der frisch verlängerte Markus Katzer beim Freistoß. Patoka, Pelevan, Sumer, der ja auch nicht gerade geglänzt hat in Linz. Und auch dieser Pass war alles andere als präzise gedacht für Andreas Dober. Er wurde schon im Vorfeld ein paar Mal erwähnt. Zwei Spiele gab es erst zwischen Wiener Neustadt und Rapid. Beide hat Rapid für sich entscheiden können. 3:1 und 4:0. Kavlak, auch er hat erst ein Saisontor erzielt und auch er gegen Wiener Neustadt. Hofmann, schön gespielt auf Gartler. Mario Reiter führt den Ball wieder raus und dann wird Hannes Aigner gesucht. Gut gestört aber von Sumer. Sagen heute die Solospitze im System von Peter Schöttl, der also etwas defensiver heute aufgestellt hat. Mit zwei Sechsern im Mittelfeld. Mit Stanislav und Reiter. Burgstaller, der statt Šimković in die Mannschaft gerückt ist. Die Flanke war gar nicht so schlecht. Patrick Wolf kommt da aber nicht ran und dann war es kein Fall an Kavlak, der bleibt aber ohne dies am Ball. Und auch das eine Aktion, die auf normalem Rasen wahrscheinlich richtig gefährlich geworden wäre. Dieser an sich gute Haken von Klapp, der aber dann auf diesem seifigen Terrain ausgerutscht ist. Auf der Suche nach Christopher Trimmel. Er hätte den Sprint gleich durchziehen müssen, dann hätte er vielleicht noch eine Chance gehabt, den Ball zu erreichen, Christopher Trimmel. Dober zurück zu Helge Peyer. Gelöst. Hofmann. Und das Tackling von Patrick Wolf, das hat die ganze Sache da noch richtig gefährlich gemacht und dann hat noch Gartler hier etwas für Unmut gesorgt mit seinem Einsatz gegen Kaihan. So, zunächst sehr gefährlich, was der Wolf macht und dann Gartler mit vollem Einsatz und mit zu viel Einsatz, wie ich finde. Ist allerdings auch weggerutscht und deshalb kann man ihm nicht allzu große Vorwürfe machen und hat es dann noch den armen Kaihan richtig umgesenzt. Sicherlich ein besonderes Spiel für Kaihan, gar keine Frage. Hat ein paar Bundesliga-Partien, drei waren es noch für Rapid bestritten. Und heute also sein zweites für
Wiener Neustadt. Foul an Patrick Wolf, der das ganz geschickt gemacht hat. Diesen Freistoß rausgeholt hat. Und da gibt es sogar die gelbe Karte für Markus Katzer. Es ist bereits seine 7. in der laufenden Saison. Und ich sage, korrekte Entscheidung von Thomas Bramer. Den Freistoß, den wird Alexander Grün bald ausführen. Der U21-Teamspieler hat immerhin schon 5 Torvorlagen in dieser Saison gegeben. Selbst noch nicht getroffen, das ist bekannt, dass er nicht unbedingt der Coolste vor dem Tor ist. Nach Standards Rapid bisher in der Saison eigentlich sehr gut aufgestellt, da passiert kaum etwas. Anlauf von Grünwald, direkt aufs Tor gezogen. Helge Payer, sehr aufmerksam, unangenehm dieser Ball von Grünwald, ganz klug aufs kurze Eck gezirkelt. Und Payer mit seiner ersten richtigen Bewährungsprobe heute Abend, und die hat er sehr gut bestanden. Ja, der Freistoß war auf die andere Seite gegeben. Da schauen wir uns noch einmal diesen gefickelten Ball von Grünwald an. Ja, wäre der vielleicht noch einmal aufgekommen vor Payer, dann wäre es womöglich noch schwieriger geworden für ihn. Suma. Überlässt Andreas Dober den Einwurf. Anspiel von Häkkinen. Freistoß ausgeführt am Abseits von Patrick Wolf. Ich glaube auch, dass das eine richtige Entscheidung war. Schauen wir, ich sage ja. Knapp war er vorne. Patrick Wolf erst ja mit 24 zum Fußballprofi avanciert. Aber hat sich mittlerweile auch in der höchsten Spielklasse Österreichs einen ganz guten Namen gemacht. Hat sich richtig durchgebissen. Damals bei Sturm Graz keine Chance gehabt, in den Champions League-Zeiten den Sprung in den Profikader zu schaffen. Bei Wiener Neustadt momentan gesetzt. Das war ein durchaus heftiges Duell. Patoker gegen Hannes Aigner. Patoker sagt, war nicht so schlimm, alles okay, Fragezeichen. Ja, sah auch nicht so wild aus. Auf alle Fälle keine große Absicht da zu erkennen gewesen bei Patoker. Natürlich ein harter Hund, aber in diesem Falle war es ein stinknormaler Zweikampf. Und der gute Hannes Aigner, der kann nicht nur einstecken, sondern auch austeilen. Ball läuft eigentlich ganz gut hier auf diesem Untergrund. Einzig die Spieler haben hier und da Standschwierigkeiten. Grünwald, schnell und gut gespielt, aber Helge Payer ist wie jeder moderne Torwart heute ein mitspielender Goalie, der diese Situation gut gesehen hat, gut antizipiert hat und deshalb eine Großchance verhindern kann. Ja, das war ein Pass ins Nirvana hinein von Alexander Grünwald. Peter Schöttl, was hat er nicht schon alles für Stationen erlebt in seinem Leben oder Beschäftigungen. Der war eigentlich schon alles, bis auf Präsident eines Fußballvereins. Doch, kein Abseits meint hier Schiedsrichterassistent Bernhard Zauner. Habe ich anders gesehen.
bleibt Rapid im Ballbesitz. Kramer winkt, kein Foul, weiterlaufen. Kai Hahn. Und wieder das Duell Patuka gegen Aigner. Peter Backholz sichtlich nicht ganz einverstanden mit einigen Situationen hier. Hat er lautstark Richtung Mickey Katzer urgiert. Kablak wieder zurück zu Katzer. Das war auch kein unbedingt sauberes Zuspiel, aber etwas in Bedrängnis geraten. Absolviert. Noch keine echte Torchance hier in Wiener Neustadt. Tempo ist eigentlich ganz in Ordnung, wie ich finde. Einen gefährlichen Freistoß haben wir gesehen von Alexander Grünwald, aber aus dem Spiel heraus noch nichts Entscheidendes dabei gewesen. Vielleicht ja jetzt. Hat sich Wolf selber ausgetrickst. Und wir warten noch auf den ersten Torschuss von Rapid. Kavlak. Hofmann, Kavlak. Das war mal gut und schnell gespielt. Andreas Dober mit der Hereingabe. Und ganz souverän und gut gelöst von Kai Hahn. Sich hier entscheidet. Kavlak wieder zurück zu Katzer und der wird wohl wieder zurückspielen müssen zu Payer. Da war vorne alles zugestellt. Kein Raum für Rapid in dieser Situation. Wiener Neustädter verschieben. Sehr gut hier in dieser Anfangsphase. Das ballorientierte Verteidigen, das klappt zumindest in diesen ersten 13 Minuten ordentlich. Kein Foul gesehen. Gilt ja eigentlich eher als kleinlicher Schiedsrichter. So, jetzt eine gute Schussgelegenheit. Erster Torschuss von Rapid nach knapp 14 Minuten. René Gartler, der heute also den Vorzug bekommen hat gegenüber den formschwachen Hamdi Salihi, der sich auch im Training nicht richtig aufdrängen konnte. Und deshalb wieder Gartler heute von Beginn an mit dabei. Willi Kavlak mit der ersten Ecke in diesem Spiel. Rapid wartet ja schon seit Ewigkeiten auf ein Tor nach einem Eckball in der Fremde. Das letzte Tor haben die Hütteldorfer auswärts nach einem Eckball im Oktober 2007 erzielt. Die Flanke war nichts gut und wenn es nach einer Ecke nicht geht, dann halt aus dem Spiel heraus. René Gartler. Und spätestens jetzt wird sich Peter Backholz höchst bestätigt fühlen, ihn wieder aufgestellt zu haben. Rapid-Familie feiert. Das nenne ich effizient von Rapid. Zweiter Torschuss und das 1:0.
knapp am Abseits vorbeigeschrammt. René Gartler nach dieser scharfen Flanke von Katzer. Wolf kann da auch nicht mehr entscheidend eingreifen. Aber der war mit Sicherheit auch nicht der Gegenspieler von Gartler in dieser Situation. Da muss sich auch die Abwehrzentrale in Frage stellen. Kostal und Johanna, wo waren da seine beiden Innenverteidiger? Ja, bengalische Feuer gibt es immer noch. Das war so ein Tor, das sich eigentlich gar nicht angekündigt hat. Aber eine schnelle Aktion hat gereicht. Gartler ist cool geblieben vor dem Tor. Jetzt wird mal Kompagnon Trimmel auf die Reise geschickt. Drei Tore hat er in dieser Saison erzielt, alle gegen Austria Kärnten. Da ist sein Stern so richtig aufgegangen bei Christopher Trimmel. Jetzt wartet man aber allerdings schon länger auf einen weiteren Bundesliga-Treffer. Sogar putzt aus. Kaihan, ah, das darf er nicht probieren, hier den Freistoß zu schinden. Das kann gefährlich werden. Hätte er weiterlaufen müssen. Hofmann hat einiges gefehlt zu seinem 12. Saisontor. Ist wieder ruhiger geworden, Peter Packold auf der Betreuerbank. Ja, bisher auch ein bitterer Abend für Fornezzi, hatte eigentlich überhaupt nichts zu halten. Und gegen Gartler dann keine Chance gehabt. Im Stich gelassen von seinen Vorderleuten. Ich bin gespannt, ob Peter Schöttl jetzt auch vielleicht das System etwas offensiver gestaltet. Bisher hing Hannes Aigner doch ziemlich in der Luft da vorne als einzige Spitze. Zu wenig Unterstützung von den offensiven Mittelfeldleuten. Diego Viano heute nur auf der Bank. Freistoß Wolf. Oh, der war auch nicht ungefährlich. Was heißt nicht ungefährlich? Der war sogar saugefährlich. 1:1 der Ausgleich. Mario Reiter war da am langen Eck aufgetaucht und das war eigentlich ein ähnliches Tor, wie es Wiener Neustadt bekommen hat gegen Mattersburg. Aber toll gemacht von Reiter, also den noch so zu erwischen. Aber auch hier stellt sich natürlich die Frage nach den Abwehrleuten. Wieso geht da keiner mit Reiter und vor allem, wieso kann der dann am Ende so alleine stehen und so schön, allerdings muss man auch dazu sagen, in den Ball hineinrutschen, ins lange Eck versenkt. Wolf, der ist schnell, der ist zumindest schneller als Katzer. Helge Bayer zum zweiten Mal sehr aufmerksam. Kablak gegen Kaihan und gegen Wolf. Zu steil dann von Pelivan gespielt. Ist schon immer wieder interessant, dass solche Treffer fallen, wenn der Ball so lange in der Luft ist. Da konzentrieren sich die Spieler oft nur auf den Gegenspieler und dann überhaupt nicht mehr auf die Flugkurve des Balles. Aufregung im Rapid-Fanblock, da wird
gelb gefordert. Ja, und Thomas Brammer erfüllt diesen Wunsch, unter Anführungszeichen, Petra Johanna. Ja, es müsste seine fünfte gelbe Karte dann sein. Und damit ist er im nächsten Spiel gesperrt gegen Ried. Auch das korrekt von Brammer und gar keine schlechte Freistoßmöglichkeit für Rapid, für Andreas Dober. Abgeblockt, aber die Schusschance jetzt für Hofmann, der war flank, das war auch nicht schlecht. Fornezzi mit seiner ersten großen Abwehrtat. War wieder René Gartler, der hier per Kopf zur Stelle war. Reiter. Grünwald angeschlagen. Aber steht schon wieder, wird weitermachen können. Hier diese Chance von Rapid. Hofmann zunächst den Schuss angedeutet, dann eine butterweiche Flanke auf Gartler und eine feine Parade von Sajo Fornezzi. Schöne Aktion von beiden. Und weiterhin ein sehr gutes Tempo, wie ich finde. Also für diese schwierigen Verhältnisse ein richtig gutes Fußballspiel. Nächste gelbe Karte, diesmal für Michael Stanislav. Und auch das ist korrekt. Natürlich hat sich der Trimmel auch hineingedreht in den Gegenspieler. Dennoch, auch das eine richtige Entscheidung von Thomas Brammer. Michael Stanislav bei seinem Bundesliga-Debüt von Beginn an, also gleich mit einer gelben Karte bedacht. Ähnliche Distanz wie zuvor, diesmal gesellt sich aber Steffen Hofmann dazu. Hat Lust vielleicht auf sein fünftes Freistoßtor. Nein, kurz abgelegt auf Andreas Dober. Und dann hat es da einen heftigen Zusammenstoß gegeben. Gartler ist das und Hannes Seigner. Zum Glück nichts passiert. Andreas Dober hat das Ganze mit verursacht. Es hat schon ziemlich wild ausgesehen. Respekt, so schnell wieder aufzustehen. Zwei harte Knochen, die da aufeinander getroffen sind. Hannes Eigner und René Gartler. Gartler, der sein erstes Tor seit dem 28. Oktober 09 erzielt hat. Damals beim 3:1 Heimsieg gegen Kärnten. Wird noch einmal ganz genau nachgeschaut, ob wirklich alles in Ordnung ist bei Gartler. Rapid jetzt also zu 10. Wolf am langen Eck, aber der kommt. Nein, nicht dran. Helge Bayer im Nachfassen. Rapid wieder komplett. Gartler wieder retour. Nicht unbedingt souverän gelöst von Kostal und da haben wir noch einmal eine weitere, ja, am Ende doch ganz gute Helge Payer Aktion. Weiter auf Kaihan. Ja, und dann Katzer gegen Wolf. Spielt das Unschuldslämmchen, aber auch das war mit Sicherheit ein Foul von Katzer.
der schön langsam, aber sicher doch etwas aufpassen sollte mit seinen Attacken. Kai Hahn mit dem Freistoß. Hat Gartler hier den Ball prallen lassen. Kavlak. Willi Kavlak bisher, naja, mit einer eher durchschnittlichen Leistung. Ihm gelingt noch nicht allzu viel hier. Trimmel wird abgeblockt. Steht bisher ziemlich deutlich im Schatten von Sturmpartner Gartler. Kein Foul an Wolf, Spiel geht weiter. Katzer, der hinten große Probleme hat, vor allem mit Wolf, bisher jeden Zweikampf gegen ihn hier verloren hat, aber offensiv zumindest die Flanke zum Führungstreffer produziert hat und sich schon gelb abgeholt hat. Also sehr auffälliges Spiel bis dato von Markus Katzer. Wieder ein Ball. Mit Glück noch einmal. Ja, und Brammer bleibt seiner Linie heute treu und lässt viel laufen. Gut ausgeputzt von Kai Hahn. Aber der Konter dann im Keim erstickt. Suma. Himmel. Zu schwach gespielt, dieses Zuspiel gedacht für Kavlak. Ball gespielt von Kavlak, aber wieder für den Neustart. Kai Hahn. In dieser Phase eine recht hohe Fehlerquote, bei beiden Teams allerdings. Foulspiel von Kostal. Hofmann für wen? Vielleicht für Patoka, vielleicht für Suma und vielleicht das 2:1, aber Fornezzi in Extremis. Große Chance für Rapid. Natürlich hat der Kollege Zufall auch einen großen Anteil daran gehabt, dass dieser Ball noch so gefährlich wurde. Schien fast schon geklärt gewesen zu sein, aber dann kann Reiter den Abschluss von Gartler nicht verhindern. Rapid hat lange gebraucht für den ersten Torschuss, aber in den letzten Minuten, da steigt die Statistik. 7:2 schon für Rapid. Philippan. Hofmann und wieder der umtriebige Gartler. Heikkinen, ja, das war eine mutige Spielverlagerung. Fornezzi, der das Spiel seinerseits wieder schnell machen will, aber was hätte der Hannes Aigner mit diesem Ball anfangen sollen? Fehlte vor allem die Unterstützung für ihn. Also wenn schon Spiel schnell machen, dann müssen auch alle Mannschaftsteile schnell genug mit nach vorne rücken. Heikkinen in Bedrängnis. Heikkinen mit Ballverlust, aber mit großem Kampf, der nicht belohnt wird. Das würde ich jetzt etwas
Eher als kleinliche Entscheidung gesehen von Thomas Brammer. Schauen wir noch einmal, Duell mit Mario Reiter. Ja gut, die Summe der Foulversuche von Häkkinen, die hat es dann genügt für diesen Freistoßpfiff, also am Ende doch vertretbar. Hier noch einmal diese gefährliche Situation, da hat Kostal die ganze Geschichte noch heiß gemacht und dann scheitert Pelivan was, wie ich gerade erkennen konnte. Scheitert Pelivan an Sascho Fornezzi. Also nicht Gartler, dem ziehen wir eine Chance ab. Das hat kein großes Problem dargestellt für Helge Bayern. Eine halbe Stunde vorbei hier in Wiener Neustadt. Eine Partie, die doch ziemlich unterhaltsam ist, wie ich finde. Zwei Tore haben wir schon gesehen. Rapid in den letzten Minuten, aber spielbestimmend und durchaus mit einigen weiteren gefährlichen Aktionen. Vor allem, wenn Gartler am Ball ist, da wollte er den Freistoß und er bekommt ihn schon wieder nicht. Und die Wiener Neustädter sollten wieder mal danach trachten, zumindest es zu versuchen, spielerische Linie reinzubringen und vielleicht selbst wieder gefährlich aufzutauchen vor dem gegnerischen Tor. Sprach's und dann sahen wir diese Aktion. Hat auch ein deutliches Übergewicht in Sachen Ballkontakte. 58 zu 42. Ist nicht schlecht als Auswärtsmannschaft. Kablak. Katzer wieder gezwungen zurückzuspielen. Mittlerweile schon über 1800 Ballkontakte in dieser Saison. Da kann ihm keiner das Wasser reichen. Ja, wenn Trimmel so weiterspielt, bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob er heute 90 Minuten absolvieren wird. Zumal ja einige Hochkaräter bei Rapid auf der Bank sitzen. Warten wir zunächst aber noch diese Wolf-Aktion ab, die scheint gefährlich zu sein und ja, die war es auch. Wenn der jetzt noch richtig torgefährlich wäre, dieser Alexander Grünwald. Um den Gedanken noch zu Ende zu führen, Hamdi Salihi auf der Bank und auch Niki Zajelovic, der sich nach seiner Nacken-OP zurückmeldet, ihm somit wieder qualitativ und quantitativ hochbesetzten Kader von Peter Pakult. Noch Boskovic wieder mit dabei im Kader. Vielleicht sehen wir den einen oder anderen noch in der zweiten Hälfte. Bin mir eigentlich fast sicher. Gartler angeschlagen. Spiel geht weiter. Jetzt unterbricht Thomas Brammer. Es ist ja der Schiedsrichter, der entscheiden muss, ob unterbrochen wird oder nicht. Wenn er der Meinung ist, es könnte eine Verletzung vorliegen. Knöchelgegend scheint es wohl zu sein bei Gartler. War aber Ball gespielt. Alles korrekt von Kai Hahn. Dann vielleicht noch unglücklich aufgekommen. Ja, dieser Kaihan kommt ja aus einer fußballverrückten Familie. Da kickt eigentlich jeder, hat drei Brüder, die allesamt aktiv Fußball spielen. Keiner so hoch oder in einer so hohen Liga wie er. Aber alles durchaus
talentierte Fußballer. Reiter spielt wieder zurück. Patrick Wolf wollte da angespielt werden. Ist wieder aufgezogen an der rechten Seite. Jetzt kommt der Versuch, ihn in Szene zu setzen, aber der ist jämmerlich misslungen. 10 Minuten noch in etwa in Hälfte 1. Peter Schüttel momentan zumindest auf Kurs. Remis auf Kurs. Erster Punkt für ihn als Bundesliga-Trainer. Hofmann. Ja, das war für Wiener Neustadt noch gut, dass dieser Pass nicht durchgekommen ist, denn Hannes Aigner stand einen gefühlten Kilometer im Abseits. Wolf. Ja, wenn schon Katzer keine Zweikämpfe gegen ihn gewinnt, dann eben Willi Kavlak. Kaihan, Wolf, Kaihan, Kavlak wieder sehr robust und sehr gut in diesem Zweikampf. Holt den Ball zurück für Rapid, Heikkinen. Sieht doch etwas strukturierter aus bei den Wienern. Der Spielaufbau. Die Kontrolle über den Ball. Gibt es noch einige Defizite bei Wiener Neustadt? Das hat Aigner ziemlich clever gemacht. Und vielleicht nach längerer Zeit könnte sich hier wieder mal eine Chance ergeben für Wiener Neustadt. Aigner aber gegen drei Rapidler gibt es freilich kein Durchkommen. Zweiter Versuch und der war nicht schlecht von Kaihan. Und dann die Abseitsentscheidung. Aber sehenswert dieser Abschluss von Tanju Kaihan. Ja, das war ein strammer Schuss, der Helge Payer doch vor größere Probleme stellte. Auf der Gegenseite Hechel Kaihan, René Gartler hinterher. Auch das eine tolle Schussposition und ein wirklich feiner Abschluss von Gartler und Fornezzi mit einer weiteren schönen Flugshow. Hofmann, oh, das war natürlich eine gefährliche Attacke im Strafraum an Steffen Hofmann. Beim Eishockey, bei der ersten Bankliga geht es ja bald in die Playoffs und das hat mir nach einem recht ordentlichen Check ausgesehen. Werden wir mit Sicherheit dann noch bei Gelegenheit uns noch einmal ansehen können. Diese Situation, 38 Minuten absolviert und großer Unmut bei den Rapid-Fans. Katzer. Suma. Bisher fehlerfrei. Stanislav Reiter, die beiden Sechser im Zusammenspiel. Wieder Gartler. Eine richtig gute Vorstellung bietet der. Das war kein Foul, das war korrekt. Da gibt es nichts zu pfeifen. Weiterhin Christopher Trimmel mit einer, man muss es so deutlich sagen, schwachen Vorstellung. Null Torschüsse Trimmel bisher und gleich fünf von Sturmpartner Gartler, das sagt er eigentlich alles. So, das noch einmal die Aktion von Johanna und ich glaube, da müssen wir eigentlich gar nicht lang diskutieren.
hat sich da nur an Hofmann orientiert, hat den Ball völlig außer Acht gelassen und das war auch keine feine Aktion eben. Das müsste auch gelb geben für Andreas Dober. Nein, gut. Diesmal nur eine Ermahnung. Naja, also warum auch immer da nicht gelb gegeben wurde. Guter Burgstaller hat es da schön erwischt und Nebelschwaden verzögern wohl eine schnelle Ausführung des Freistoßes. Künstlich erzeugte Nebelschwaden, wohlgemerkt. Und aus ähnlicher Position ist ja der Ausgleichstreffer gefallen. Bin mal gespannt, ob Rapid hier etwas dazugelernt hat. Wieder ist Reiter am langen Eck postiert, aber diesmal ganz schwach von Patrick Wolf. Und der Versuch von Rapid hier schnell zu kontern. Kavlak wäre links ziemlich frei gewesen. Ja, und dann Pelivan und Saikinen, die hier den Ball nicht für Rapid halten können. Hofmann wurde die Chance genommen, eben auf seinen 12. Saisontreffer. Kai Hahn. Eigner, der zuvor gelb sah, kommt hier zu spät. Reiter. So, da kommt Suma nicht mehr hin und der Ball war nicht im Tor. Oh, dieser Alexander Grünwald, der hat einfach, ja, hier war es Pech beim Abschluss. Da haben Zentimeter, vielleicht Millimeter gefehlt auf sein erstes Saisontor. Suma, der nicht richtig hingeht und dann Grünwald, der abzieht und eindeutig kein Tor. In Deutschland gab es ja vor kurzem eine ähnliche Situation, da wurde auf Treffer entschieden. Hier natürlich zu Recht nichts. Also eine sehr spektakuläre Schlussphase in Hälfte 1. Zunächst der nicht gegebene Elfer für Rapid und dann dieser Lattenkracher von Alexander Grünwald. Viele haben hier aufgrund der Verhältnisse mit einem schwachen Spiel gerechnet. Ich meine, es ist richtig unterhaltsam für diese Bedingungen. Sehr gut, gutes Tempo, alles drinnen, auch harte Zweikämpfe. Und auch das war ganz knapp dran an der gelben Karte. Yasin Pelivan. Grünwald, der Beidbeinige. Gute Flanke! Knapp vorbei, gerauscht, wieder einmal Kostal. Kaihan. Ja, die Idee war schon okay, die Ausführung weniger. Reiter. Hofmann, Pelivan. Ja, technisch gut. Der Pass war ziemlich gefährlich dann aber.
So, jetzt vielleicht mal eine gute Aktion von Trimmel. Er braucht eine gute Aktion. Gartler. Der hat wirklich Selbstvertrauen, das merkt man. Auch Johanna, der ziemlich austeilt heute Abend. Auch schon gelb hat und hier wieder so ein Check. Und das sah mir nicht wirklich unabsichtlich aus, dass da noch Kollege Gartler umgenietet wurde. Weitere mutige Aktion von Johanna, der schon Glück zuvor hatte, dass der Elfer nicht gegeben wurde bei seiner Attacke an Steffen Hofmann, der seinerseits wieder beim Freistoß steht. Eine Minute Nachspielzeit war angezeigt gewesen. Zweite Flankenchance für Hofmann. Leicht abgelenkt. Pelewan-Sieger gegen Burgstaller. So, Freistoß für Rapid. Nachspielzeit ist passé. Das schert Brammer überhaupt nicht. Der Freistoß, der wird mit Sicherheit noch ausgeführt werden. Hofmann. Gute Abwehr von Mario Reiter. Und da ist er etwas verzögert, aber dann doch laut und deutlich hörbar. Der Pausenpfiff 1:1. Eine wirklich rassige Begegnung. Hab's schon einmal erwähnt, aber sag's gerne nochmal. Da ist wirklich alles dabei. Beinharte Zweikämpfe. Zwei Tore, ein Lattenknaller, strittige Strafraumsituationen. Ein René Gartler, der überragend gespielt hat. Kaihan, der auch eine solide Vorstellung bietet, sogar mal einen richtig gefährlichen Torschuss losgelassen hat. Natürlich Steffen Hofmann beim Schiedsrichter, ist ja gar keine Frage. Wieso pfeifst du nicht? So oder etwas Ähnliches wird wohl Hofmann gerade in Richtung Brammer losgelassen haben. So, wir blicken mal auf unsere Sky-Datenbank-Statistik, die uns sagt, dass Wiener Neustadt am Ende doch noch etwas aufgeholt hat in Sachen Torschüssen. Auch genauer gezielt hat bisher. Fouls ziemlich ausgeglichen verteilt. Ja, Zweikämpfe ist schon überraschend. 58% zugunsten von Wiener Neustadt. Ein hoher Wert. Und bei den Ballkontakten sieht es genau andersrum aus. Alles in allem geht das 1:1 in Ordnung. Bedenkt man das Pech, das Grünwald bei seinem Lattenschuss hatte. So, die Rapid-Fans und ich hoffe auch Sie zu Hause, liebe Zuseher, freuen sich schon auf die zweite Hälfte. Und auf die können wir uns tatsächlich freuen, denn wenn Ähnliches geboten wird wie in Hälfte 1, dann erleben wir noch tolle 45 Minuten und vielleicht ein bisschen mehr. 1:1 also der Spielstand. Rapid in Führung gegangen nach einer eher farblosen Anfangsphase. Der Mannschaft von Peter Packold dann eine und endlich eine aus seiner Sicht wohl zwingende Aktion, die zum Treffer geführt hat, von René Gartler, eingeleitet von Markus Katzer, plus Stellungsfehler Johanna und auf der anderen Seite dann der Treffer von Mario Reiter, der hier in diesen langen Ball hineingerutscht war von Patrick Wolf. Trimmel darf weiterspielen, zumindest vorläufig. Das Sturmduo also unverändert bei Rapid. Christopher Trimmel und der wirklich überragende René Gartler. Man muss ja immer vorsichtig sein mit Komplimenten oder mit Lobhudeleien, aber da kann man einfach nichts anderes zu ihm sagen. Steffen Hofmann und Rapid eröffnen Hälfte 2. Das
Stanislav hat die Orientierung verloren, nicht aber Gartler. Das war mit Sicherheit alles fair. Häkkinen, guter Haken war das. Und wieder Gartler! Und der Treffer, der zählt. Was für ein Auftakt für Rapid in dieser zweiten Hälfte. 40 Sekunden in etwa erst gespielt. Christopher Trimmel, der natürlich hier gefeiert wird. Es war kein Abseits von Gartler. Auch das schien mir korrekt gewesen zu sein. Und Trimmel rutscht fast im Reiterstile hinein. Schön eingeleitet zuvor von Häkkinen. Toller Pass dann auf Gartler, der sich ideal gelöst hat. Und dann das Zuspiel für Christopher Trimmel. Und jetzt hat er es endlich. Sein viertes Bundesliga-Tor, hat lange darauf warten müssen. Ja, und Peter Backholt hat ein gutes Näschen bewiesen, wie ich finde. Ich als Trainer hätte Trimmel wohl rausgenommen zur Pause. Aber deshalb sitze ich hier oben und er dort unten. So, wieder Rapid. Vielleicht gleich ein Doppelschlag. Dober. Hofmann, schwer für ihn jetzt gegen drei. Wieder Neustädter. Burgstaller. Ganz schwach. Dober. Schon besser. Abseits allerdings von Gartler. Aber der ist überall, wo es brennt. Die Entscheidung war natürlich richtig. Deutliche Abseitsstellung von Gartler. Ja, vielleicht eines seiner besten Bundesligaspiele überhaupt. Trimmel gegen zwei. Diesmal kein Problem für ihn, was sein Treffer alles ausmacht. Hofmann. Hätte er mehr draus machen müssen. Ja, die Frage bei Wiener Neustadt stellt sich, wann kommt ein zweiter Stürmer hinein? Kurtisi, Top-Torjäger bei Wiener Neustadt draußen. Auch Viana. Irgendwas muss sich da jetzt ändern. Beim Team von Peter Schöttl. Ja, Abstoß sehen die Rapid-Spieler naturgemäß etwas anders. Ich glaube, sichtlich auch guter Laune ob dieser Entscheidung. Ja, das kann auch sein, wenn wir das hier sehen. Ja, da hätte man auch vorher schon pfeifen können. Sieht Peter Schöttl vielleicht nicht, aber so gibt es nur Einwurf und nicht Freistoß für Wiener Neustadt. Johanna, der auch ein sehr auffälliges Spiel heute Abend macht, aber eher in die negative Richtung. Dober. Wieder hart attackiert worden. Burgstaller diesmal aber auf den Beinen geblieben. Stanislav. Ja, das sind so Zuspiele, die natürlich alles andere als einfach sind für einen Stürmer, Hannes Aigner. Was sollte er mit dieser hohen Angabe anfangen? Vorlage besser gesagt. Wieder Stanislav. Suma. Fehlpass von Hofmann. Klapp und Wiener Neustadt auf der Suche nach einer passenden Antwort.
weiter mit der Spielverlagerung auf Wolf Grünwald. Ja, das sieht nicht schlecht aus bis jetzt, aber die nächste Abseitsentscheidung sah eigentlich ziemlich knapp aus. Ja, ich würde sagen, eine Fehlentscheidung, gleiche Höhe aus meiner Sicht. Ja, ein kleiner Rempler von Johanna hat genügt, damit Trimmel außer Tritt gerät. Summa. Gartler löst sich. Aufmerksam aber in dieser Situation Kostal und Reiter. Kaihan rutscht vergeblich. Er ist wirklich erstaunlich bei Christopher Trimmel. Was dieser Treffer ausgemacht hat bei ihm, sieht man jetzt auch an seiner Körpersprache und ist plötzlich auch viel mehr eingebunden ins Rapidspiel. Burgstaller. Leicht abgelenkt, die Flanke deshalb noch gefährlich. Hannes Aigner mit vollstem Einsatz. Bisher nicht belohnt worden. Aber Wiener Neustadt, jetzt haben sie wohl den Schock verkraftet. Wolf, da fehlt jemand im Zentrum. Hannes Aigner ist kurz gegangen. Burgstaller wird außerhalb des Spielfeldes behandelt. Johanna. So, vielleicht haben Sie es auch gesehen. Menzo Cortisi steht schon bereit, wird in Kürze eingreifen. Eine logische Maßnahme, die Peter Schöttl da trifft. Ein zweiter Stürmer muss her. Peter Parkholt erzürnt, ob des Pfiffes von Thomas Brammer. Andi Dober mit dem Foul. Stanislav. Reiter. So, Cortisi wurde da gerade von einem Schneeball getroffen, deshalb diese Geste eben von Mensur Cortisi und der dazugehörige Applaus. Also ein Wechsel, der Sinn macht. Ein Sechser geht raus, der die Nummer 5 trägt, Michael Stanislav. Und Mensur Cortisi ergänzt jetzt das Sturmduo bei Wiener Neustadt. Cortisi, ein Mann, der sehr treffsicher agiert, wenn er denn auf dem Platz steht, eine gute Quote hat, 6 Tore schon erzielt hat, auch gegen Rapid, die Führung im Hanapi-Stadion. Erster Einsatz war das von Cortisi. Paja, nicht ungefährlicher Auswurf, aber hat geklappt. Hofmann zurück zu Dober. Schöner Pass von Andreas Dober, perfekt getimt auf René Gartler gegen Johanna und gegen Klapf.
sehr theatralisch immer wieder, Petra Johanna. Patoka auf Suma. Heute nicht so schläfrig wie in Linz, die beiden. Alexander Grunwald wird den Freistoß ausführen. Er hatte schon großes Pech heute, falls Sie noch nicht mit dabei waren bei uns in der ersten Hälfte. Grunwald mit einem Lappenkracher. Und jetzt wohl mit einer gefühlvollen Vorlage. Ja, Ball kommt auch gefährlich rein. Helge Peyer. Guter Ausschuss war das auf Hofmann. Aber Häkkinen ist jetzt nicht unbedingt der Konterspezialist. Hat das Tempo rausgenommen. Foul von Reiter, Freistoß, Rapid, Steffen Hofmann. Ungenügend geklärt. Doba. Und Eckball. Abgelenkt noch von Burgstaller. Ja, fast schon eine Stunde absolviert und erst der zweite Eckball im Spiel. Die zweite Ecke für Rapid. Hofmann. Das hat er schon einige Male besser gemacht. Fornizzi auf der Suche nach Patrick Wolf. Suche erfolgreich abgeschlossen. Aber nicht die Ballbehandlung des Wiener Neustädters. Kostal holt den Ball wieder zurück. Ja, ganz souverän sah das nicht aus. Jürgen Patoka hat Glück gehabt. Sowas kann schon mal böse ins Auge gehen. Solche blinden Klärungsversuche in die Mitte. Zurecht drauf, Christopher Trimmel ist da nicht rausgelaufen aus dem Abseits. Noch konnte er nicht richtig in Szene gesetzt werden. Mensur Kurtisi und Christopher Drazan wird recht lautstark von Peter Pakult auf seine Aufgabe eingestellt. Der Ball kommt nicht zu Steffen Hofmann. Ja, Hofmann zu Drazan. Dieser Pass gleichbedeutend mit dem Wechsel jetzt
bei Rapid. Toll zu sehen auf der Anzeigetafel, die hier Manuel Schüttengruber hochgehalten hat. Aber den anderen Christopher wird es erwischen. Oder na, wurde gerade geändert, wie ich eben von der Regie höre. Also doch nicht Christopher Trimmel, der sich verbessert zeigt in der zweiten Hälfte, sondern Willi Kavlak, der wirklich unauffällig heute agiert hat. Die Jelavic-Fans müssen also weiter warten. Burgstaller, Hofmann und Eckball. Endlich werden die Wiener Neustädter Fans sagen. Ecke für die Gastgeber. Wolf. Payer bleibt drinnen. Klapp zurück zu Fornetti. Der wieder zu Klapp und der wird unter Druck gesetzt von Steffen Hofmann. Damit Teilerfolg, nur ein Wurf für Wiener Neustadt statt kontrolliertem Spielaufbau. Und das war ein Schubser von Andreas Dober. Deutlich zu sehen gegen Burgstaller. Ja, der Rhythmus im Spiel jetzt mehr ganz so flüssig wie über weite Strecken, was wir vorher gesehen haben. Immer zweikampfbetonter und umkämpfter diese Begegnung. Cortesi, der holt sich verzweifelt jetzt mal einen Ball aus dem Mittelfeld. Dass der kicken kann, das sehen wir. Das weiß man natürlich. Reiter. Aigner. Wolf. Wird gut freigespielt, versucht es auch. Und es gibt eine weitere Ecke. Ja, war schon okay, hier den Abschluss zu suchen. Patrick Wolf. Solche Ecken tun weh, mit Sicherheit auch einem Edeltechniker wie Alexander Grünwald. Helge Payer bisher ein tadelloses Comeback. Beim Gegentor war er nicht schuld. Nicht nur künstlicher Nebel, der heute produziert wurde, sondern jetzt fällt auch der natürliche ein hier im Stadion. Wieder Wolf. Dober kann den Ball nicht wegbringen. Cortesi, aber zu eng, zu dicht hier in der Mitte, da gibt es kein Durchkommen. Trimmel startet gegen Johanna. Oh, das war eine tolle Aktion. Und Hofmann schließt diese mit diesem Schuss ab. Aber wunderbar eingeleitet und auch wirklich toll gemacht von Christopher Trimmel zuvor. Und die Räume werden jetzt schon größer. 65 Minuten absolviert. Klar, es fehlt der zweite Sechser im Mittelfeld bei Wiener Neustadt. Das Risiko nach vorne hin wird erhöht. Und Christopher Trimmel ist kaum mehr wiederzuerkennen. Hälfte 1 ging an Gartler. Hälfte 2 bisher an Trimmel.
Hofmann. Ungefährlich. Grünwald. Jetzt vielleicht mal ein wieder Neustart-Konter. Da hat der Reiter zu lange gewartet mit dem Abspiel und dann gefoult worden von Häkkinen. Wolf. So, diese tolle Aktion über Drazan, dann Gartler und Drazan mit Übersicht. Steffen Hofmann dann mit dem Abschluss. Häkkinen, Hofmann, Patoka, Christopher Drazan, der sich gut eingefügt hat, schnell eingefügt hat in die Rapid-Mannschaft. Klapp, wieder stört Hofmann. Cortisi, tolle Ballannahme. Weniger gut dieser Pass, aber der Ball bleibt bei Hannes Aigner bei Wiener Neustadt. Und hinein in den Nebel dieser Pass. Keine Ahnung, wer es den Ball führt, ich kann es nicht erkennen. So, danke für diese Nahaufnahme. Patrick Wolf war wieder beteiligt. Katzak gegen Wolf. Ja, die Hände waren schon dran an Wolf. Keine ganz saubere Aktion von Katzak. Dennoch war das ziemlich weniger Elfmeter als auf der anderen Seite. Ja, nicht nur Wiener Neustadt gegen Rapid, sondern auch ein Duell. Natürlicher Nebel gegen künstlicher Nebel, verursacht von den Rapid-Fans. Und da brandet Jubel auf, weil Nikica Jelavic bereit ist, wieder ins Geschehen einzugreifen. So, diesmal geht tatsächlich Christopher Trimmel. Diesmal trifft man doch keine andere Entscheidung kurzfristig. Erste Hälfte ganz schwach und zweite Hälfte wirklich gut. Schade für ihn, dass er die 90 Minuten nicht machen darf heute. Ein Tor mit einem Torschuss. Tolle Effizienz. Nikica Jelavic. 20 Minuten wird sein Comeback andauern. Hofmann. Vorbei an Grünwald, wieder Häkkinen, gut gespielt auf Gartler. Ball war noch nicht draußen, zumindest nach Ansicht des Assistenten. Wolf mit Freiraum. Aber die Flanke kommt nicht, die kommt mit Verspätung und das war falsch. Da wäre Aigner früher anspielbereit gewesen und der Gegenzug versandet auch. Steilpass auf Gartler. Reiter. Der Klapp hat es da immer wieder sehr schwer, an der linken Seite eine Anspielstation zu finden. Burgstaller
zumeist viel zu weit weg von Klapp. Häkkinen, ja, das war auch anders geplant. Aber dann Klapp, der hier nur zögerlich agiert. Gartler mit der Balleroberung, mit der Flanke, die allerdings nicht präzise genug war. Keine Chance für Jelavic und Co. an den Ball zu kommen. Abstoß, die Entscheidung. Christopher Drazan. Hat da etwas erstaunt reingeblickt. Hier sehen wir diese Aktion. Ja. Möglicherweise am Ende vielleicht wirklich Drazan als letztes dran gewesen bei diesem nicht ungefährlichen Tackling von Wolf. Und auch Hofmann mal mit einem Foul an Klapp. Grünwald, Cortisi. Bisher noch ein Fremdkörper im Team. Reiter, das war ein guter Ball auf Aigner! Hannes Aigner, 2:2, 73. Minute. Eigentlich ein einfaches Zuspiel durchs Zentrum, das hier den Ausgleichstreffer ermöglicht. Etwas Ballglück natürlich für Wiener Neustadt und dann schaltet Reiter ganz schnell. Und Hannes Aigner vollendet. Perfekt. Fünfter Saisontreffer für Hannes Aigner. Ein richtig schöner Treffer war es. Šimković, der jetzt immerhin noch etwa 17 Minuten mitwirken darf. Haben einige ja schon mit ihm von Anfang an gerechnet. Und der völlig Fertige sieht man auch am Trikot. Guido Burgstaller geht raus. Beglückwünscht von Peter Schöttl. Somit alles wieder offen hier. Dank Mario Reiter, der heute sehr auffällig agiert, nicht nur ein Tor erzielt hat, sondern auch den Treffer sehr schön vorbereitet hat. Cortisi. Der war eigentlich der Auslöser des Treffers. Sein Brechschlag mit Hofmann. Und dann verirrte sich der Ball zu Mario Reiter. Naja, Einwurf für Wiener Neustadt. Toll gemacht und gleich ein zweites Mal Vorteil, sagt Brammer, und der war dann keiner mehr. Deshalb mit Verzögerung der Pfiff, wobei es eigentlich schon fast eine neue Spielaktion war. Freistoß hat Reiter schnell ausgeführt. Summer kann diese Wolf-Flanke erklären. Aufgepasst wie in Neustadt. Die letzten 15 Minuten brechen an und das ist eine Zeit, in der nicht nur Rapid-Fans gerne rhythmisch klatschen, sondern wo auch die Mannschaft richtig gut agiert und beeindruckend viele Treffer schon erzielt hat in dieser Saison. Bengalische Feuer plus recht mutiges Transparenz, was wir da gesehen haben. Gleich sehen wir eine weitere Freistoßflanke von Alexander Grünwald. Jetzt ist alles möglich für Wiener Neustadt.
Zweimal zurückgelegen, zweimal zurückgekommen. Hofmann. Oh, von Etzi. Der hat eine richtige Schrecksekunde produziert für seine Mitspieler. Ansonsten aber sehr gut hält. Vielleicht sollte man Fußballspiele immer bei solchen Bedingungen veranstalten, wenn dann so eine Partie rauskommt. Da ist alles dabei heute, was das Wetter zu bieten hat. Regen, Nebel, Kälte, aber ein sehr unterhaltsames, ein erwärmendes Spiel, was uns beide Teams hier bieten. Da hat man irgendwo das Gefühl, dass hier noch ein Treffer fällt. Ja, nur nicht zu viel ärgern. Ja, sind Pelevan, sonst gibt's Gelb. Und bevor er Gelb kriegt, wird er gleich ausgewechselt. Ja, sind Pelevan, knapp 60% sind in zwei Kämpfe gewonnen. Ja, ist nicht schlecht. Auch nicht überragend. Der Beißer, ja, sind Pelevan. Branko Boskovic, auch er wieder fit. Wieder zu 100% gesund. Also für den bissigen Pelevan jetzt der kreative Boskovic. Und auch ein Zeichen von Peter Parkholz an sein Team. Boskovic wählt mal den Retourgang. Zuma. Eigner. Vorteil. Aber Wolf, der hängen bleibt. Ja, zum Glück behält Thomas Brammer den Durchblick. Hannes Aigner, angeschlagen, muss behandelt werden. Und das sieht nicht nach Show aus. Kurze Verschnaufpause für alle Beteiligten hier. 10 Minuten vor dem Ende. 4 Tore, schon wieder 4 Tore bei Wiener Neustadt gegen Rapid. 3:1 zu Hause für Rapid, dann 0:4 aus Sicht von Wiener Neustadt. Da war er noch nicht Trainer, hier in diesem Stadion. Und jetzt ziemlich ausgeglichen die ganze Geschichte hier. Ja, wir haben so gut wie es geht versucht, Ihnen zu zeigen, was da bei Hannes Aigner passiert ist, aber der Nebel macht uns da einen Strich durch die Rechnung. Ich denke aber, dass es bei ihm weitergehen wird. Ja. Häkkinen. Lästig, Alexander Grünwald. Moskowitsch, Hofmann. Gartler, hier aus der Not herausgeboren, diese Hereingabe. Und der flinke Wolf schickt sich wieder an. Wollte sich anschicken, die rechte Seite zu beackern. Drazan. Häkkinen.
Boskovic, Hofmann. Abseits, vorne oben. Deshalb die Aufregung umsonst, ob es Elfmeter war oder nicht. Das dürfte eine enge Entscheidung gewesen sein, gefühlsmäßig. Niki Zajelovic. So, da schauen wir doch einmal und sagen, Assistent hatte recht. Knappe Entscheidung, aber aus meiner Sicht korrekt getroffen. Gibt's das erste Remis für Peter Schöttl in seiner jungen Trainerlaufbahn oder das 34. für Peter Packholz, seit er Rapid-Trainer ist. Šimković, der hat noch viel Kraft, zu viel vielleicht, aber die Flanke findet dann doch noch Kurtisi, wenn ich es richtig erkannt habe. Wählt die lange Variante. Jelavic. Er war nicht einfach für Steffen Hofmann, aus dieser Position auch wirklich einen gefährlichen Torschuss zu produzieren. Hofmann ziemlich heiß und noch voller Feuer. Bei Peter Packholt sieht man das nicht immer, zumindest nicht nach außen. Aber auch er wird diese letzten Minuten mit Spannung mitverfolgen. Grazan zunächst. Eckinen, Dober. Flache, scharfe Reingabe ohne Erfolg. So, jetzt kommt Bernd Besenliner. Sie kennen den Namen nicht, dann seien Sie unbesorgt. Der feiert jetzt sein Bundesliga-Debüt und ersetzt den Torschützen zum 2:2. Hannes Aigner, da haben wir noch einmal seinen Treffer eingespielt bekommen. Der Besenliner, der hat vergessen, die Kapitänschleife mitzunehmen, die er natürlich nicht selber überstimmen wird. Mario Reiter. Neuer Kapitän jetzt, Taikinen. Boskovic. Assistent hat die Fahne oben. Ja, das hat jetzt auch Thomas Brammer geknissen. Hat hier eine Abseitsstellung gesehen. Roland Brandner. Wo auch immer er die gesehen hat. Das heißt, um 5 Minuten geht's hier noch. Für Wiener Neustadt ist ein 2:2 auf alle Fälle ein achtbares Resultat und wäre am Ende auch ein mit Sicherheit ziemlich zufriedenstellendes Ergebnis. Aus Sicht des Rekordmeisters sieht das etwas anders aus. Ein Punkt reicht ja, um vorläufig die Tabellenführung wieder inne zu haben. Ja,
Punkt wird nicht reichen, um Peter Parkholz zufriedenzustellen. Nehme ich mal an. Johanna direkt zu Hofmann. Boskovic. Ball wieder auf links raus. Müsste Drahtzahn sein. Ist nicht so leicht zu erkennen hier in der Nebelsuppe. Von Niki Zajelovic haben wir eigentlich gar nichts gesehen. Gut, so lange durfte er auch nicht mitspielen, aber bisher konnte er noch nicht ins Rapid-Spiel eingebunden werden. Auch Gartler im Vergleich zur Hälfte 1 fast schon zurückhaltend unterwegs. Dafür hat Hofmann wieder die Möglichkeit, einen seiner gefährlichen Freistöße zu zeigen. Ball kommt zwei, dreimal auf. Aber jetzt eine ziemlich harte Attacke von Christopher Drahtzahn, die zu Recht mit Geld bestraft wird. Alexander Grünwald wurde hier ganz schön fein zu Boden gebracht. Mit den Gelbentscheidungen hatte Brammer eigentlich immer recht in diesem Spiel. Klapf. Cortesi hat sich den Ball da nicht mitnehmen können. Neo-Kapitän Reiter. Kai Hahn gezwungen, hier den Ball wegzudreschen. Boskovic, der zuvor die Chance hatte nach dem Freistoß von Hofmann. Na, da kommt dann doch ein Pfiff. Und der kommt deshalb, weil der Freistoß an Wiener Neustadt geht. Weil Gartler da zu viel gearbeitet hat mit seinen Händen. Hat allerdings auch Johanna kräftigst gezogen. Neunzigste Minute, läuft und sein Rapidangriff, der gefährlich aussieht. Jelavic, oh, gerade noch am Abschluss behindert worden. Drahtzahn mit der Flanke, Johanna Klierz per Kopf. Dober mit der Balleroberung gegen Simkovic, der versucht seinen Fehler wieder gut zu machen. Naja, was nur zum Teil gelingt, denn es gibt eine Ecke für Rapid. Tauchen ein in die finale Phase eines richtig spannenden Fußballspiels. Hofmann. Ball noch einmal bei Hofmann gelandet. Zweite Flanke. Geklärt von Johanna. Dober. Vier Minuten werden nachgespielt. Und Rapid jetzt wieder mit dem Zug zum Tor. Mit dem Willen hier vielleicht noch den Siegtreffer zu erzielen. Markus Katzer, sehr auffällige erste Hälfte. Hälfte 2 hat er sich dann zurückgehalten. Zum Glück für ihn auch in Sachen Fouls. Aber ein Assist geht heute auf sein Konto. Zur Führung für Rapid Gartler, der das 0:1 gemacht hat. Jelovic zeigt im Zentrum auf.
scheint endlich angekommen zu sein in diesem Spiel. Foul von Kaihan an Drazan. Moskowitsch, etwas weggerutscht bei dieser Flanke. Bringt den Ball nochmal nach vorne. Aber Wiener Neustadt macht jetzt mehr den Eindruck, als wollten sie hier das durchaus passable 2:2 absichern. Šinković gegen Hofmann. Wird nicht lange diskutiert. So, jetzt gibt es Geld für Šinković. Kotisi beschwert sich da aber zu Unrecht, denn das ist eine Regel, die es gibt und die aus meiner Sicht viel zu selten gepfiffen wird. Der Spieler muss sofort den 9,15 Meter Abstand einnehmen, auch bei solchen Situationen. Kotisi hat zu viel gemeckert, auch er sieht gelb. Und wenn dann eben eine schnelle Ausführung eines Freistoßes verhindert wird, dann muss man gelb zeigen. Keine Diskussion. So, brennt hier noch einmal im Strafraum. Es wird gleich nochmal brennen. Ecke für Rapid. Minute noch. Hofmann. Oh, das war eine schlechte Ecke von Steffen Hofmann. Oder auch schlecht aufgeteilt von den Mitspielern hier der Raum, denn da gingen alle kurz. Einen Freistoß gibt es noch für Rapid. Schnell ausgeführt von Drazan, Dober. Andreas Dober. Oh. Mutig, 40 Meter. Ein paar Sekunden trennen Peter Schöttl noch von seinem ersten Punkt als Bundesliga-Trainer und das ausgerechnet gegen Rapid. Und Rapid wird wohl weiter 2010 Zyklus bleiben in der Liga. Ja, zumindest für ein paar Tage, dann aber doch als erster von der Tabelle lachen dürfen. Ein schwacher Trost. 4 Minuten sind vorbei und das erkennt auch Thomas Pranger und deshalb der Schlusspfiff hier in Wiener Neustadt. Eine sehr unterhaltsame Partie geht zu Ende. Rapid lag zweimal in Führung, Gartler 0:1, dann Reiter, Ausgleich, dann das Tor von Christopher Trimmel und dann der schöne Ausgleichstreffer von Hannes Aigner. Peter Schöttl, er wird zufrieden sein. Kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Die Leistung seiner Mannschaft war über weite Strecken solide. Ja, da gibt es einen Punkt gegen den SK Rapid und Ihre Freude scheint jetzt ein wenig überschaulich, wenn ich Ihre Miene so deute. Freuen Sie sich über den Punkt oder trauen Sie mehr nach? Nein, ich denke, wenn man zweimal zurückliegt gegen Rapid und dann noch einen Punkt holt, mag man zufrieden sein. Aber wenn man das ganze Spiel gesehen hat, denke ich, das zweite Tor haben wir jetzt selber geschossen, aber nichtsdestotrotz haben wir uns nochmal zurückgekämpft und für die Chancen her waren wir mindestens ebenbürtig. Von dem war vielleicht der Sieg auch dran gewesen. Spricht irgendwo auch für die mentale Stärke, Sie haben es angesprochen. Zweimal hinten und zweimal hat man sich zurückgefightet und auch mitgespielt. Nein, ich denke nicht nur mitgespielt, sondern auch teilweise besser gespielt als für Rapid. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir sicher die aktivere Mannschaft haben versucht, mehr Fußball zu spielen. Hat aber leider zu einem Punkt gereicht. Sie als Solospitze heute aufgeboten, erstmals in der Saison kein 4-4-2. Wie haben Sie sich gefallen in dieser Rolle? Ja, das sollen andere beurteilen. Ich denke, da war wichtig nur der Ausgleich, aber es war viel zum Arbeiten. Das war ist für mich okay, ich laufe gerne am Platz und bewege mich gerne.
Aber wie gesagt, Leistungen soll niemand andere beurteilen. Danke. Ja, die Leistung, die war auf alle Fälle toll in dieser Situation. Hannes Aigner mit dem 2:2 hat von einem verdienten Remis gesprochen. Das ja, wird uns wohl auch die Statistik belegen. 12:13 Torschüsse, also sehr ausgeglichen. Auch die Fouls hat man sich brüderlich aufgeteilt. Gewonnene Zweikämpfe, eine Spur besser heute wie in der Neustadt. Etwas aggressiver, dafür mehr Ballkontakte bei Rapid als am Ende. Sagen auch diese Zahlen, es ist okay. Dieses Endergebnis, dieses rassige, flotte 2:2. Ja, bereit steht jetzt René Gartler, wie ich höre. Also ein weiterer Stürmer, der heute getroffen hat. Ja, die Statistik ausgeglichen, das Endergebnis heute auch ausgeglichen, aber auch Sie scheinen nicht restlos glücklich. Natürlich nicht, wir haben uns vorgenommen, 3 Punkte zu holen hier. Das ist uns leider nicht gelungen. Wir sind 2-mal in Führung gegangen, haben es nicht über die Bühne bringen können und ja, natürlich ist die Enttäuschung da. Wo haben Sie die größten Unterschiede gesehen im Vergleich zum Spiel gegen den LASK vorige Woche? Ja, ich sage einmal, die Partie gegen LASK kann man nicht vergleichen. LASK ist vieles bis alles aufgegangen. Uns nicht. Und heute, glaube ich, haben wir ansprechende Leistung gebracht, aber schlussendlich hat es wieder nicht gereicht. Was hat gefehlt? Was glauben Sie? Ja, nach dem 2:1 haben wir ein paar gute Angriffe gehabt, wo wir den Sack zumachen hätten können. Es ist uns leider nicht gelungen und dann wieder der Gegentreffer und nachher haben wir leider nicht mehr das dritte Tor schießen können. 2-mal vorne gelegen, 2-mal den Ausgleich kassiert. Ist im Hinterkopf sowas wie ein wenig Unsicherheit spürbar? Nein, das nicht. Das kommt vor im Fußball. Das ist natürlich bitter. Man muss darüber reden, man muss Fehler abstellen, man muss konsequent da vorne sein und dann wird das wieder funktionieren. Die Rapid-Fans werden wohl wieder nicht zufrieden nach Hause fahren, genauso wie vor einer Woche die Heimreise aus Linz. Diesmal nicht ganz so weit aus Wiener Neustadt, zum Teil mit hängenden Köpfen werden sie die wohl antreten, denn es hat wieder nicht gereicht zu einem Sieg. Rapid verliert wertvolle Punkte im Titelkampf. Hans Krankl, warum kommen die Grün-Weißen zumindest resultatsmäßig nicht in die Gänge? Das ist jetzt eine schwere Frage. Man muss zu heute sagen, dass heute war eine viel bessere Vorstellung wie in Linz. Aber trotzdem war es nur 2:2 und es sind ganz einfach verlorene Punkte um den Kampf um den Meistertitel. Denn wenn Salzburg gewinnt, haben sie dann schon einige Punkte mehr und das ist sehr schlecht für Rapid. Rapid hat heute besser gespielt als in Linz, hat aber nicht mehr zusammengebracht als ein 2:2 und hat aber noch dazu geführt und konnte diese Führung auch nicht drüber bringen. Ja, das ist in der jetzigen Phase natürlich in der zweiten Runde vom Resultat her schlecht, von der Leistung her war es besser wie in Linz. 2 Fehler in der Verteidigung haben zu den beiden Gegentreffern geführt. Hat Rapid ein Problem in der Verteidigung? Man kann jetzt nicht sagen, sie haben ein Problem in der Verteidigung, weil ja die Verteidigung im Großen und Ganzen ja den ganzen Herbst miteinander gespielt hat. Tatsache ist, dass in Linz sehr schwere Fehler passiert sind. Heute war es, leider muss ich sagen, leider wieder ähnlich. Es war ein Stellungsfehler, auch das zweite Tor in der Mitte darf nie und nimmer fallen. Nie und nimmer darf der Stürmer von Neustadt, der Aigner, allein stehen, dort in der Mitte und alleine durchgehen. Also das ist eine Fußballweisheit, aber das passiert. Wahrscheinlich stimmt in diesem Moment die Abstimmung nicht. Sie sind wahrscheinlich auch nicht sicher genug. Schwierig. Dabei ist Rapid in der 15. Spielminute in Führung gegangen. Ziemlich überraschend, was den Spielverlauf davor betroffen hat. Dann aber diese wirklich hervorragende Kombination. Iba Kablak, Katza, dann der Stellungsfehler von Johanna und René Gartler vollendet. Ja, es passieren auf der anderen Seite auch die Stellungsfehler. Das ist halt, im Fußball ist das immer schwer zu sagen. Wir müssen hier analysieren und wir analysieren ganz einfach so staubtrocken, ganz einfach Stellungsfehler. Das ist so, die machen die und die. Aber wir sind dazu da und wir sehen das. Für uns ist es leichter. Das wissen wir, tatsächlich ist es so. Und wir haben auch gesehen, dass Dober und auch Trimmel einen Stellungsfehler begangen haben beim Ausgleich. Der dann in der 18. Spielminute gefallen ist. Es war ein Freistoß von Patrick Wolf und Mario Reiter hat sich davon gestohlen. Ja, sie vergessen ganz auf den Spieler. Stellungsfehler ist so ein Ausdruck, um das zu sehen. Jeder, der was Fußball spielt, sieht es. Es ist ein Freistoß, ein sehr hoher Ball. Und beide Spieler, also in dem Fall halt der Dober und der Trimmel. Der Trimmel war dabei.
beide Spieler vergessen auf den Spieler, das hinten von Wiener Neustadt ein Spieler ist. Also eigentlich ist ja das unglaublich, überhaupt, wenn man es in der Zeitlupe sieht. Aber das passiert im Fußball. Der Freistoß wird schnell gespielt, der Ball fliegt. Ich stehe da, neben mir steht mein Mitspieler und ich vergesse hinter auf dem Mann, in dem Fall der Reiter von Wiener Neustadt, der ist allein. Also das darf nicht passieren, aber es ist so, dass solche taktischen Fehler ganz einfach im Fußball passieren und durch Fehler passieren Tore. Und dieser Mario Reiter war nicht nur Kapitän in der Schlussphase seiner Mannschaft, sondern er hat auch eine wirklich gute Leistung geboten, hat neben dem Tor noch einen Assist geleistet zum 2:2. Jetzt ist er Gesprächspartner von Roland Steins. Na, Vergesslichkeit ist grundsätzlich eigentlich was Schlechtes, aber wenn Sie im Strafraum von der Rapid-Verteidigung vergessen werden, werden Sie nichts dagegen haben. Na, da haben Sie recht. Ich freue mich natürlich, dass wir vergessen haben und bin überglücklich, dass das Tor so gefallen ist. Das ist ja nicht gefallen, das haben ja Sie wunderbar geschossen. Wie gefallen Sie sich in Ihrer Rolle als Torjäger, heute zumindest? Ja, Torjäger würde ich nicht sagen, es ist trotzdem ein viertes Tor. Ja, viertes Tor und ich freue mich bei jedem Tor gleich. Natürlich, wenn es gegen Rapid ist, freue ich mich vielleicht noch ein Stück mehr. Ein Punkt, hätte man das vorneweg Ihnen gesagt, Sie hätten es wahrscheinlich genommen. Jetzt im Nachhinein, sind Sie zufrieden? Ja doch, bin ich zufrieden, weil Rapid trotzdem gute Chancen gehabt hat, dass es in Führung geht oder dass es höher in Führung geht. Wir haben eine leichte Schwächephase gehabt nach dem 2:1 und dann sind wir Gott sei Dank nochmal ins Spiel zurückgekommen durch ein super Tor vom Hannes und nein, mit dem Punkt kann ich leben. Was bedeutet dieser Punkt, was bedeutet dieses Spiel für die weitere Entwicklung der Mannschaft? Tut sich was nach so einem Erlebnis heute? Ja, natürlich. Ich meine, wir sind vorige Woche schon, zumindest haben wir es ja unentschieden dort in Mattersburg verdient gehabt und die Stimmung war die ganze Woche gut und das wird auch weiter so bleiben. Natürlich jetzt mit dem 2:2 gegen Rapid ist es sehr... In der 46. Spielminute, gleich nach Wiederbeginn, hat Rapid überfallsartig begonnen. Die Wiener Neustädter waren wohl mit den Gedanken noch in der Kabine und da haben sie nicht locker gelassen, die Rapidler. Dann hat René Gattler noch Christopher Trimmel gesehen. Ja, selbst zu dem Zeitpunkt hat man eigentlich geglaubt mit dem 2:1 von Rapid. Gleich nach der Pause ist eigentlich das Spiel gelaufen. Aber es war nicht so. Der Gattler bringt den Ball über den Turm, ist ganz wichtig. Und der Trimmel geht den Ball nach und macht das 2:1. Wäre eine wichtige Vorentscheidung für Rapid gewesen, hätte man auch geglaubt. Aber war nicht so. Wie haben Sie die Leistung von Helge Beier heute bei seinem Comeback sozusagen gesehen? Ja, war in Ordnung. Er hat alle schweren Bälle gehalten. Es waren ein paar schwere Schüsse. Der vom Kajan war sehr schwer. Einige andere, oder wenn ich an den Freistoß erste Hälfte denke, hat er auch gut gehalten. Beim Tor kann er nichts dafür, das haben wir besprochen. Und beim zweiten Tor jetzt, ja, man sieht jetzt den Freistoß. Also, das war schon gefährlich. Also Stickl, wenn ihm der Stickl mehr bei der Linie trifft, haut er sich wahrscheinlich selber rein. Aber er war sehr, sehr schnell unten und hat sehr gut gehalten. Für die Tore kann er nichts. Wer sich gefühlt hat heute hier bei diesem Sauwetter in Wiener Neustadt, verrät der Roland Steins. Ja, der Experte meint, die Leistung war gut. Was meint der Betroffene, Helge Beier? Für mich ist er ganz klar ein Experte. Das kann ich einmal vorweg sagen. Ob jetzt gut war oder nicht, ist ein bisschen uninteressant, weil wir wirklich nur einen Punkt geholt haben. Und das ist zu wenig, wenn wir das erste Spiel nicht gewonnen haben, das wir uns vorgenommen haben. Und deswegen sind wir überhaupt nicht zufrieden heute. Wie ärgerlich ist es gerade, der erste Gegentreffer, Mario Reiter, kommt da Mutterseelen allein zum Abschluss, ungefähr am Vierer? Ungefähr am Vierer, einen Ball in, ich sage mal, 30 cm Höhe übernehmen zu können, ist nicht wirklich optimal. Aber ja. Ob ich raus kann oder nicht, muss ich mir im Fernsehen anschauen, aber nein, jetzt Sieg ist, jetzt sage ich nein. Im Moment ist es überhaupt nicht einfach für die Torhüter bei Rapid, ob der jetzt Hedl heißt, ob der jetzt Peier heißt. Was muss sich da ändern in der Hintermannschaft? Ich glaube, dass wir nicht optimal gestartet sind, aus verschiedensten Gründen. Die da jetzt aufzuzählen, das würde ein bisschen zu lang dauern, aber ich glaube, dass einige Sachen jetzt gerade fehlen, aber die müssen wir ganz schnell abstellen. Weil jetzt wartet Salzburg und da wollen wir 100%ig gewinnen. Sie waren heute wieder von Beginn an mit dabei. Haben Sie sich heute fitter gefühlt als vor einer Woche oder gleich fit? Ich war heute topfit. Ich habe jetzt eine Woche in der Höhenkammer geschlafen und deswegen bin ich jetzt absolut fit heute gewesen. Und der Kampf ums Leiberl, ums Einserleiberl ist somit ja, entschieden? Ich weiß nicht, warum es einen Kampf geben sollte. Ich bin seit knapp 7 Jahren bei Rapid die Nummer 1.
bin die Nummer 1 von Österreich jetzt gewesen und von einem Kampf zu sprechen, also ich sehe keinen Kampf, es wird ein bisschen ein Kampf provoziert, was in Ordnung ist, was die Leistung vielleicht fördern kann, aber nicht immer sehr positiv auch sein kann. Helge Beyer vielleicht auch auf dem Weg, einmal eine Rapid-Legende zu werden. Jetzt sind die beiden Rapid-Legenden, die heute schon einmal bei mir zu Gast waren, wieder vereint. Hans Krankl und Peter Schöttl, der Wiener Neustadt Trainer, beim Debüt zu Hause in der Bundesliga bei Wiener Neustadt. Ein Punkt gegen den Rekordmeister. Was können Sie dem abgewinnen? Eigentlich sehr viel. Also wir haben zweimal einen Rückstand gegen Rapid aufgeholt. Haben auch aus meiner Sicht eine tadellose Partie gespielt, haben Rapid, wie wir gesagt haben, voll gefordert und denke, dass wir uns den Punkt redlich verdient haben. Wiener Neustadt war in der Herbstmeisterschaft dafür bekannt, genauso wie Rapid in der Schlussviertelstunde viele Tore, entscheidende Tore erzielen zu können. Haben Sie heute auch noch damit spekuliert, dass das passieren könnte oder hat Ihnen da das Signal Ihrer Mannschaft noch gefehlt? Na, um ehrlich zu sein, waren genau die letzten 10 Minuten die, wo wir eigentlich keinen Ball mehr halten haben können. Da war Rapid dann noch sehr druckvoll. Da war ich dann schon sehr froh, dass wir das Unentschieden über die Zeit bringen. Das 2:2 hat Hannes Aigner, Ihr Kapitän, erzielt in der 73. Spielminute. Und diesem Treffer ist eine Vorarbeit von Mario Reiter vorausgegangen, der da sieht, dass die Rapid-Verteidiger schlecht postiert sind. Und Hans Krankl, Hannes Aigner macht das dann eindrucksvoll. Ja, man muss sagen, es ist die erste Aktion ist ein Klick, es ist ein Pressball zwischen den Cortese und Hoffmann. Das ist ein bisschen ein Klick, aber dort in der Mitte, also unfassbar. Da ist der erste Wiener Netzschussspieler allein und der Aigner. Also so etwas darf nicht passieren. Ich glaube, das ist der Sommer und der Katzer. Sommer und Katzer sind das, ja. Die zu spät zusammenkommen. Also es darf nie im Leben das passieren, dass eine Weisheit im Fußball, dass in der Mitte alles eng gemacht werden wird. Obwohl man fairerweise sagen muss, dass der Pressschlag, also der Pressball ist halt ein bisschen ein Klick und geht wieder in die Der trifft natürlich den Ball dann ins Kreuzig, wunderbar. Es war das 25. Bundesliga-Tor in der Karriere von Hannes Aigner. Heute haben Sie den Kapitän als Solospitze mehr oder weniger aufgeboten. Alexander Grünwald ist oft dann zu ihm nach vorne gekommen. Wie hat dieser Schachzug sich bewährt, Ihrer Meinung nach? Naja, wir haben uns eigentlich überlegt, dass wir mit Burgstaller und mit Wolf über die Seite sehr druckvoll spielen wollen. Das ist zum Teil auch gelungen. Die beiden haben aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut gespielt. Und der Alex Grünwald, der kann hängend auch spielen. Also den wollte ich ein bisschen mehr Freiheiten geben und ich denke, dass es ganz gut ausgeschaut hat. Warum sind Sie von dem 4-4-2 abgekommen, dass Sie genauso wie Helmut Kraft im Herbst in Mattersburg praktiziert haben? Weil es schiefgegangen ist? Nein, nicht weil es schiefgegangen ist. Weil wir heute, aus meiner Sicht war das unsere größte Chance, dass wir über die Seite mit diesen schnellen Spielern zum Erfolg kommen. Das war der Plan und es ist natürlich heute mit Rapid auch ein ganz anderer Gegner gewesen, wie es in Mattersburg war. Und ich wollte schon auch meiner Mannschaft ein Signal setzen, dass Simkovic in Mattersburg zwar sehr gut gespielt hat, aber dass der Burgstaller auch ein sehr guter Spieler ist und Gott sei Dank hat es gut funktioniert. Peter Backholt, 2:2, ein Punkt, den Sie wie bewerten und ein Spiel, das Sie heute Abend wie bewerten? Ja, es war sicher nicht einfach zum Spielen. Der Gegner hat die Räume sehr, sehr eng gemacht, hat sehr gut im Mittelfeld gearbeitet und wir haben es vielleicht nach den 1-0 versäumt, das zweite zu machen. Wir haben da zwei Riesenmöglichkeiten gehabt, haben nach dem 2-1 wieder die Möglichkeit gehabt, vielleicht wieder zwei Tore Abstand herzustellen. Und Sie sprechen die Chance von Steffen Hofmann an, die können wir uns gerne gemeinsam anschauen, dieser Schuss von ihm. Ja, wie gesagt, wir hätten die Möglichkeit gehabt, dann schon, wie gesagt, erste Halbzeit zwei Tore Vorsprung herzustellen, jetzt wieder und ja, im Moment werden wir auch für kleine Fehler hinten auch bestraft. Ne? Sie sprechen nämlich an den ersten Gegentreffer an, der Ausgleich zum 1:1 durch Mario Reiter, der da Mutterseelen allein im 5-Meter-Raum war. Ja, nicht nur das erste Tor, auch das zweite Tor. Da war der Ball sehr lange in der Luft, da kann man sicher anders reagieren. Ein individueller Fehler, den man wie abstellen kann. Ist es Konzentration? Müssen es die Gegenspieler fragen, die was eingeteilt sind.
Als Trainer macht man sich immer die Mühe vor dem Spiel. So ist es halt bei uns, dass wir bei Standardsituationen Zuordnung haben, Zuteilung haben. Das war mir der erste Fehler und natürlich, dann folgt der zweite drauf. Jetzt ist Rapid, sagen wir mal, sehr verhalten gestartet mit diesem Punkt in zwei Spielen. Was bedeutet das? Dass wir zumindest einen Punkt mehr gemacht haben als wir beim letzten Auswärtsspiel. Und auch die Leistung gesteigert haben. Na, absolut. Also der Mannschaft kann man sicher heute nichts vorwerfen. Ich meine, von der ersten Minute wirklich hier gearbeitet, gut versucht, auch dementsprechend auch Fußball zu spielen. Zweite Halbzeit, glaube ich, haben wir sehr, sehr viel Druck gemacht. Vielleicht nicht mit diesen großen Möglichkeiten, auch nicht mit diesen großen Torchancen, aber auch, glaube ich, kurz vor Schluss haben wir wieder durch, haben wir nochmal eigentlich den eventuellen Sieg auf dem Fuß. Ich glaube, Branko Boskovic hat da in die Menge geschossen, aber wie gesagt, die beiden Gegentore, das tut schon dann im Moment ein bisschen, hadert man schon ein bisschen. Ich meine, der Schiedsrichter ist eine Entscheidung vielleicht schon, wo er da das Foul gibt, dann rutscht der Jürgen Bartocher aus und Hannes Aigner trifft genau da mitten durch, auch noch wunderschön. Aber wie gesagt, da muss man durch, da muss man dran arbeiten und wie gesagt, der Mannschaft kann ich in keinster Weise irgendwas heute einen Vorwurf machen, außer dass wir halt nicht die eventuellen drei Punkte gemacht haben. Helge Beyer war heute wieder von Beginn an mit dabei. Er, der etatmäßige Tormann, der jetzt wieder fit ist und weiter der etatmäßige bleibt. Ja, man sollte jetzt nicht wieder irgendwas heraufbeschwören. Ich habe es doch vor den LASK-Spiel, vor dem Spiel gesagt. Das haben zwar heute halt nicht alle mitgekocht richtig. Ich habe vor dem Spiel ja gesagt, es ist das Problem bei Helge gewesen, dass er erst 5 Tage vor Meisterschaft wieder voll trainieren hat können. Aber da hat der eine oder andere nicht richtig hingekocht. Und das ist halt natürlich, man hat ja in der Vorbereitung alle Spiele machen müssen mit dem Königshofer. Und dadurch war in dem Moment diese Entscheidung. Aber dass irgendwann der Helge ins Tor zurückkehrt, das weiß man so und so. Ich meine, natürlich, wenn die Leistung stimmt. Und wie gesagt, die ganze Mannschaft hat in dieser Woche sehr, sehr gut und konzentriert gearbeitet. Momentan fehlen halt die Punkte. Aber nachdenklich stimmt ihn das schon. Hat man den Eindruck, dass er nur einen von 6 möglichen Punkten geholt hat? Wie sehr hat er daran zu knappern? Ja, er wird sich ärgern, grün und blau, mit der Niederlage gegen LASK. Und sie müssen in Wiener Neustadt gewinnen, um beim Kampf um den Meistertitel dran zu bleiben. Sie haben hier 2 Punkte verloren, aber gegen eine gute Mannschaft. Sie haben viel besser gespielt wie in Linz. Die Wiener Neustädter haben nie aufgegeben, haben sehr anständig gespielt, haben sich den Punkt verdient. Aber für Rapid ist ganz klar, das ist immer so. Für Rapid ist das ein Verlust von 2 Punkten. Gleiche Bilanz von Peter Schöttl und dem SC Wiener Neustadt. 1 Punkt in 2 Spielen. Wo steht Ihre Mannschaft derzeit jetzt, abgesehen vom Mittelfeld, das weiß ich? Also von den Punkten ist es natürlich nicht so aufregend, aber die Leistung und auch der Punkt, der tut uns sehr gut, weil ich denke, dass wir auch in Mattersburg unter Wert geschlagen wurden. Da war das schon recht in Ordnung für die schwierigen Bodenverhältnisse. Ich möchte nur noch vielleicht ergänzend zu dem, was der Peter Bakul gesagt hat, schon auch sagen, also auch wir hatten schon die Chancen, dass wir in Führung gehen, wenn ich nur an den Lattenschuss knapp vor der Pause denke. Alexander Grünwald, ja. Und wir haben von Start weg auch sehr gute Aktionen gehabt, speziell erste Hälfte, wo wir leider Gottes 2-3 Mal in ganz aussichtsreichen Positionen einfach ausgerutscht sind. Also ich denke schon, dass sich meine Mannschaft diesen Punkt wirklich sehr, sehr verdient hat. Morgen am Abend dann Sturm gegen Mattersburg, Austria gegen Austria, nämlich Wien gegen Kärnten und Kapfenberg gegen Ried. Am Sonntagnachmittag dann das Topspiel, wenn Sie so wollen, Salzburg gegen den LASK. Vor diesen Begegnungen schaut es in der Tabelle folgendermaßen aus, dass Rapid jetzt durch den einen Punkt wieder gleichgezogen hat mit den Salzburgern, punktemäßig wegen des besseren Torverhältnisses, aber führt. Wiener Neustadt nach wie vor auf Platz 7. Wie groß, Hans Krankl, sind die Chancen der Salzburger, da am Sonntag gegen den LASK wieder in Führung zu gehen in der Tabelle? Ja gut, es sind große Chancen. Ich bin zu Hause auf dem Kunstrasen und denke mir, die Vorstellung auch in der Europa League war zumindest eine Hälfte oder ein bisschen mehr wie eine Hälfte ausgezeichnet. Dann schlecht, aber das waren auch noch zum Ketten. Ich denke mir, sie werden das nutzen und werden die Tabellenführung erobern. Aber es sind schon Hausherren gestorben, daher kann man das im Fußball gut sagen.